Geteilte Leiter. Bauen Sie ca. 20 Meter vor zwei Toren eine Koordinationsleiter auf. Platzieren Sie in der Mitte ein Hütchen, sodass die Leiter in zwei gleich große Abschnitte aufgeteilt wird. Links und rechts von der Leiter wird je ein Hütchen aufgebaut. Jeweils ein weiteres Hütchen wird neben den Toren aufgestellt. An jedem Hütchen stellen sich maximal drei Spieler an. Jeder Spieler hat einen Ball. Die Spieler durchlaufen die Leiter dreimal mit Ball in der Hand wie folgt. Vorwärts zwei Kontakte, neben der Leiter rückwärts zurück. Seitlich zwei Kontakte, erneut rückwärts zurück. Seitlich zwei Kontakte mit Rücken zum Tor. Danach führen die Spieler eine Dropkick-Annahme durch, spielen einen Flugball ins Tor. Der zweite Ball wird schnellstmöglich mit einem Torschuss abgeschlossen. In dieser Variante bleibt der Aufbau gleich. Die Leiter wird nun im folgenden Rhythmus durchlaufen. Sidesteps vorwärts, seitlicher Hopserlauf zurück. Erneut Sidesteps vorwärts. Die technischen Anschlussaktionen werden nicht verändert. In der zweiten Variante wird der Laufrhythmus nochmal variiert. Die Spieler laufen zuerst mit drei Kontakten, dann mit einem Kontakt und schließlich mit zwei Kontakten vorwärts durch die Leiter. Dazwischen führen sie wieder einen schnellen kurzen Rückwärtslauf durch. Die Zuspiele der Mitspieler neben den Toren erfolgen hier diagonal als Flugball.